Liebe Kollegen, Flutterpatienten haben bisweilen einen ausgesprochen hohen Leidensdruck. Sie sind jung, haben Sorge, eine PPV machen zu lassen, auch mit Recht, kommen zu uns in die Praxis und hören, ja, so alles nicht so tragisch, ist nichts Schlimmes. Oder im schlimmsten Fall, ich sehe da nichts. Und wenn man sich vorstellt, einen solchen Floater vor der Makula schweben zu haben, dann hat der Patient eigentlich allen Grund zum Stress. Können wir es etwas abdunkeln? Es geht einiges von der Bildqualität verloren, was irgendwie möglich wäre. Den Patienten habe ich in zwei Sitzungen mit einem Jagdlaser behandelt. Sie sehen hier, der Floater ist zusammengeschrumpft. Und das ist das Ergebnis nach der zweiten Behandlung. Und das ganz ohne Photoshop. Gehen wir nochmal an den Anfang der Behandlung. So sah der Floater anfänglich aus. Ja, danke sehr. Und so sieht der Floater in Action aus. Ich nutze hier einen Strahlenteiler an der Hack Streit mit einer Sony-Kamera angeschlossen. Da bekommt man solche schönen Bilder. Jetzt stellen Sie sich mal vor, damit müssten Sie arbeiten. Und morgens um 10, denke ich, hätte man schon das erste Diazepam nötig. Mich rief tatsächlich vor zwei Wochen ein Psychiater an aus Arnheim und der sagte, was haben Sie mit meiner Patientin gemacht? Im positiven Sinne. Das ist eine junge Patientin, die unter anderem wegen der Floater in Behandlung war. Also, seitdem ich jetzt eine Floater-Sprechstunde habe, sind unglaublich interessante Sprechstunden, was man alles erfährt. Die Probleme konzentrieren sich bei den Leuten natürlich auf die Arbeit am Computer, Arbeiten mit Excel-Tabellen und insbesondere auch das Autofahren. Ich möchte also auch Patienten haben, die wirkliche Probleme haben, bevor ich sie lasere. Die E-Mails, die man bekommt, sind spannend und unterhaltsam. Ja, hier zeigt mir jemand, was er sieht in Form von Filzsporen. Ich habe mich immer schon für Simulationen von Erkrankungen interessiert. Sie kennen vielleicht den Vision Simulator von Pfizer oder Merck, den habe ich auch erstellt vor einigen Jahren. Und das ist mein Simulator für Floater-Erkrankungen. Es geht leider einiges verloren. Am Bildschirm sieht sowas schöner aus. Aber dieser Simulator ist ausgesprochen hilfreich in der Kommunikation mit den Patienten. So, wenn man jetzt über Floater spricht, und dann muss man auch mal kurz auf die Physik eingehen, auf die Strahlenphysik. Die Floater an sich stören ja nicht, aber der Schatten der Floater, der auf die Netzhaut fällt. Da gibt es einen Kernschatten und einen Halbschatten, so wie hier. Entscheidend ist der Kernschatten. Das ist eigentlich der die Leute stört. Dieser Kernschatten entsteht bei enger Pupille und bei viel Licht. Ich habe das mal in einer 3D-Animation dargestellt. Achten Sie mal drauf. Wir sind jetzt im Mydriasis oder im dunklen Raum und wir dunkeln jetzt ab. Und dann wird der Floater auch viel intensiver wahrgenommen. Deshalb tragen auch die Floater-Patienten Baseballmütze oder dicke, dunkle Brillen. Wenn man über Floater spricht und die Floater-Behandlung, dann fällt schnell der Name auf von Karikov. John Karikov ist Amerikaner und ist im Dunstkreis von Robert Machenmar ophthalmologisch aufgewachsen. Der Karikov hat sich in den letzten 20 Jahren sehr intensiv mit der Behandlung von Floatern mit einem Jagdlaser gekümmert, hat viel zur Diagnostik beigetragen und wie man die Dinger lasert. Und er hat eine Formel entwickelt, wie Floater stören. Natürlich die Größe des Floaters, das ist eindeutig stört, aber auch der Abstand zur Netzhaut, je weiter weg, umso besser. Das geht sogar reziprok im Quadrat mit ein und der Abstand von der optischen Achse. Also entscheidend ist bei der Floaterbehandlung, diese Formel muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, ist es, den Floater zu verkleinern oder zu verlagern. Und dann ist auch die Persönlichkeitsstruktur natürlich dahinter. Er nennt das Anxiety. So, ich habe das auch nochmal dargestellt. Der Abstand ist entscheidend und auch dann die Entfernung von der optischen Achse.
Ja, das habe ich als Anxiety oder Persönlichkeitsstruktur als Bild mit dazu. Und die Patienten, die unter Floater leiden, sind doch schon Patienten, die auch ja, sensibler, intelligenter sind. Das sind also nicht die Dümmsten, die da in die Sprechstunde kommen. Wenn du jetzt mal auf die Historie der Jackleser schaut, der Funkhauser ist uns allen bekannt, Daniel Arosa, der Scott Geller in den USA lasert Floater schon seit fast 30 Jahren. John Karikoff ist seit 1990 im Geschäft. Marie Tassignon ist uns auch allen bekannt aus Antwerpen. Die sagt, ein Problem. Und erstaunlicherweise sind da viele Jahre vergangen, bis 2013, als die Firma Alex das Thema in Antwerpen aufgebracht hat, auf der ISCAS. Da war ich in einem Symposium und ich war fasziniert. Wenn man Floater lasert, was für einen Laser braucht man? Wir kennen alle das Problem, dass selbst bei der Jagdlaser-Kapsulotomie wir unglaubliche Probleme haben, vernünftig zu sehen. Wir werden geblendet vom Zielstrahl, vom Beleuchtungsstrahl. Das Entscheidende ist, dass der Beleuchtungsstrahl parallel ist zu den beiden Beobachtungsstrahlen und zu den beiden Zielstrahlen und dann natürlich auch zum Behandlungsstrahl. Wir sehen hier den Jagdlaserstrahl einfallen mit einem Winkel von 16 Grad. Der wird dann durch spezielle Kontaktlinsen gebündelt, dass wir also möglichst einen wunderbaren, ordentlichen Fokus bekommen, wo die Energiedichte hoch genug ist, dass sich da ein Plasmaeffekt bildet. Der Ultra-Q-Laser von Alex hat diese Eigenschaften und habe mir vor anderthalb Jahren das Gerät gekauft. Ich brauchte einen Jagdlaser und habe also angefangen, erstmal natürlich im vorderen Segment zu lasern, um mit diesem Laser vertraut zu werden. Das ist ein Nachstar, wie wir ihn, ja, hier ist leider nicht allzu viel zu sehen, die Details. Das ist jetzt nicht von mir gemacht. Die Öffnung ist sehr klein, viele Kapselschnipsel sausen da herum, Einschüsse in der Linse, eigentlich so, wie es nicht sein soll. Ich habe diesen Laser also sehr schätzen gelernt bei den Kapsulotomien. Man kann also sehr präzise mit diesem Gerät maßgerecht schneidern. Können Sie es erkennen? Hier habe ich mal ein Dreieck geschneidert oder ein Viereck. Oder ein Sechseck. Eigentlich ist das die Form, die ich bevorzuge bei der Kapsulotomie. Wenn die Rexis schön die Linse überspannt, gehe ich also hier zum Beispiel auch noch weiter. Ich mache die Öffnung sehr groß und ich habe also dann diese Gelegenheit auch genutzt, zu schauen, wie reagiert der Glaskörper. Ich habe dort Stränge durchschnitten, weil ich denke, auch damit Traktionen zu entfernen. Oder ich habe kleine Glaskörperglobuli im vorderen Teil verdampft mit dem Laser und das hat alles wunderbar funktioniert und dann habe ich mich weiter nach hinten gewagt. Ich wiederhole nochmal die Lasereigenschaften. Der Laser hat monochromatisches, kohärentes Licht, die Wellenlänge 1064 und die Behandlungsdauer des Laserstrahls ist gerade mal 3 Nanosekunden. So, jetzt muss man eine Sache verstehen, wenn man die Vitrolyse mit dem Jagdlaser macht, das ist eigentlich wenig bekannt, man bündelt mit dem Laser der Laser bündelt das Licht auf 16 Grad, die Kontaktlinsen und die Linse und die Hornhaut tun ihr Übriges. Und im Fokus entsteht eine so hohe Energiedichte, dass Atome ihre Elektronen aus den äußersten Orbitalen verlieren. Dann entsteht eine Kaskade, ein Plasmaeffekt mit einem mechanischen Effekt und mit einem Geräusch. Das den mechanischen Effekt, den nutzen wir für die Kapsulotomie. Und der Plasmaeffekt, der dabei entsteht, das ist ein kleiner Bereich von 0,08 Millimeter. In dem Bereich wird Materie bei 4000 Grad verdampft zu Gas. Und das ist das Entscheidende. Die Materie muss vaporisiert werden, sonst macht man die Patienten nicht glücklich. Wenn man also den Floater in kleine Teile zerteilt, das ist eigentlich die häufigste Komplikation, die anfangs bei der Behandlung passiert, dann hat man unglückliche Patienten. Ja, die Energie wird Sie erschrecken, das ist eine sehr hohe Energie, aber das ist im Dreifachmodus und die setze ich auch nur ein, wenn ich sehr viel Abstand habe zur Linse und auch zur Netzhaut und bei sehr harten Lasern. Meine Durchschnittsbehandlung ist 8 Millijoule.
Man muss sich aber hier auch vergegenwärtigen, dass wir in der Tiefe des Auges arbeiten und sehr viel Energie resorbiert wird. Wenn man vielleicht vorne mit 2 bis 3 Millijoule pro Schuss arbeitet, muss man hinten also deutlich mehr, um diesen Plasmaeffekt zu erzielen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal bildlich. Ich klicke mich jetzt mal da durch. Der Laser oder im Fokus entsteht das Plasma. Der Strahl wird daran reflektiert. Das nennt man Plasma-Shield. Und es entstehen Gasblasen, die nach oben steigen. Der Patient erzählt einem das, was nach unten tropft. Und dann knuspert man den Floater so langsam weg. Ich kann Ihnen jetzt hier nur eine Übersicht geben und alles andere würde zu weit führen bei diesem Vortrag. Aber wen immer das Thema interessiert, ich gehe also gern auf Details ein. So, dies geht leider hier verloren. Auch ich habe den Strahl mit einem Trockeneis dargestellt. Na, ich überspringe das mal. So, wir wissen alle, dass das Auge zu 80% aus Glaskörper besteht und der Glaskörper wiederum zu 98% aus Wasser. Das Ganze ist in einem feinen Netzwerk aus Kollagenfibrillen und Hyaluronsäure. Ich habe jetzt für die Behandlung der Floater eine Klassifizierung für mich vorgenommen. Und das in 3 Gruppen geteilt. Wir haben einmal die Gruppe der Floater, die sich in diesem Bereich bewegen, innerhalb von 3 Millimetern von der Netzhaut. Das sind die Floater, die sehr schwer zu behandeln sind. Dann habe ich die Gruppe 2, das sind Floater, die sich auf der hinteren Glaskörpergrenzfläche bewegen. Und wie zum Beispiel der Martigiani-Ring oder Weißring hier unten. Die sind alle wunderbar zu behandeln. Ferner die Floater, die im Stroma des Glaskörpers entstehen, Fäden oder Globuli im mittleren Lebensalter. Auch hier gibt es Behandlungsmöglichkeiten. Ich habe dann noch 2 weitere Gruppen aufgenommen, Floater, die aus der Netzhaut kommen, kleine Opercula, die sich im Glaskörper verirrt haben und die Leute auch sehr stören können. Und ferner Floater aus der Linsenkapsel, nach Kapsulotomie, die im Glaskörper rumschweben, also iatrogen erzeugte Floater. Gehen wir auf die erste Gruppe ein. Das rote Feld ist eigentlich der Bereich, in dem nicht gelasert werden sollte. Leider findet man diese Floater, das sind meistens jüngere Patienten unter 30, die zu mir kommen und die also ganz arge Beschwerden haben. Man muss also sehr genau suchen, um sie zu finden, wie hier zum Beispiel. Oft ist diesen Patienten also auch durchaus geholfen, dass sie ihre Floater mal sehen, was sie da stört. Da entstehen dann Kommunikationen, die kommen oft als Pärchen. Und ich habe dir doch gesagt, und ich spinne nicht. Das ist also ganz spannend. Die sind also richtig erleichtert. Endlich mal ein Doktor, der das sieht und der das erkennt. Und auch das führt jetzt zu weit. Ich habe eben den Psychiater erwähnt. Ich habe mit dem Hakan auch besprochen, wir brauchen für die Floater eigentlich eine Total Solution. Wir brauchen einen Optiker, Optometristen, der mit Polarisationsgläsern, farbigen Gläsern was machen kann. Ja, wir brauchen sicherlich auch einen Psychiater, der mit verschiedenen Strategien da weiterhelfen kann. Das führt alles heute zu weit. Ich gehe mal durch diese Gruppe weiter durch. Hier ganz unten sieht man einen kleinen Floater, der sauste im Tiefflug vor der Netzhaut her. Den habe ich auch leider nicht lasern können. Der Patient stand unter gewaltigem Leidensdruck. Wir haben hier einen schwer zu sehen und direkt vor der Makula. Das ist ein Polizist aus der Oberpfalz, der beim Schießen Probleme hatte damit. Das kann man sich vorstellen. Auch hier nochmal, man muss sehr genau hinschauen. Pass mal auf, gleich sieht man ein kleiner, durch den Lichtkegel saust ein, haben Sie ihn gesehen? Da noch einmal. Das ist Gruppe 1, schwierigstes Patientengut. Sehr erfreulich wird es nach Glaskörperschrumpfung, da hat man dann Optionen. Alles, was auf der äußeren Glaskörperbegrenzmembran liegt, kann man zu 95% verdampfen. Man muss den roten Bereich meiden bei der Behandlung. Ich zeige Ihnen mal einige Beispiele. Alles das ist behandelbar. Und das ist ein Physiotherapeut aus den Niederlanden. Der hatte Floater auf beiden Seiten, ein sehr massiver Floater. Und jetzt gehen wir ins Optos-Bild rein. Hier sehen Sie den Floater noch einmal.
hier unten und nach der Behandlung. Der hatte auch einen massiven Floater auf der anderen Seite. Den kennen Sie schon aus dem Einführungsfilm. Sieht aus wie ein UFO. Und schauen wir uns den Film nochmal an. Also das ist schon echt ein echter Floater. Und der Mann hatte damit seine Probleme. Sie würden sich erstmal denken, Makulopathie ist es aber nicht. Wenn Sie sehen, wie sich der Floater bewegt im Auge, immer von oben nach unten. Der Patient war also überglücklich, den Floater loszuwerden. Sie sehen hier noch einen ganz kleinen Rest, das sagte ich eben. Der Patient brauchte eigentlich noch eine weitere Behandlung, um diesen Floater loszuwerden. Ich frage dann immer, ja, wie viel von 100% ist es besser? Er sagte hier 30 und das reichte ihm. Also ich sagte, so viel besser, weil ich überlege mir schon jede Behandlung. Ich habe bisher nicht eine Komplikation gehabt bei 150 Behandlungen und ich gehe hier sehr, sehr restriktiv vor. Ich vermeide auch alle Zustände von akuten hinteren Glaskörperabhebungen. Von den Patienten, die ich sehe, die von weiter her kommen, finde ich also auch mit Indentieren in den 40-50% noch ein Netzhautloch. Und in diese Situation reinzulasern, wäre gefährlich und würde diese keimende Pflanze der Jagdlaservitriolyse doch ganz schnell zerstören. Es gibt sehr, sehr viele Skeptiker. Auch das ist ein massiver Floater. Das wäre bisher eine Indikation gewesen, sicherlich für eine Vitrektomie. Ich zeige Ihnen auch das. Das ist in 3 Sitzungen behandelt worden. Weg ist er. So, auch das ist ein hochmyopes Auge mit einer großen Papille und einem entsprechend großen Floater. Ich zeige Ihnen den auch nochmal in Action. Das ist schon eindrucksvoll. Der Floater wartet noch auf die Behandlung. So, ja, auch diesen Floater kennen Sie. Ich zeige Ihnen gleich den Patienten dazu. Da waren 3 Behandlungen nötig, um den Floater zu vaporisieren. Hier unten sehen Sie den Floater, das nach der ersten Behandlung und das nach der zweiten Behandlung. Ja, und 3 Behandlungen habe ich hier gemacht. So, jetzt gehen wir in den stromalen Bereich, Gruppe 3. Da wird es etwas schwieriger. Da muss man sich genau überlegen, mit welcher Strategie gehe ich vor. Versuche ich diese Floater zu verdünnen oder ich versuche sie zu versenken, indem ich die oberen Glaskörperanbindungen zerschneide mit dem Laser. Das ist eine Patientin, 45 Jahre, die hatte ein Glaskörpernetz vor der Makula und hatte einen Visus von nur 7 und konnte den Floater auch kaum wegpendeln. Man sieht es hier jetzt leider nicht, aber die Makula ist sehr verwaschen zu sehen und nach der Behandlung bekommt man einen richtig scharfen Reflex. Das ist ein Patient, ein Ingenieur aus Hamburg, der mit seinen Excel-Tabellen unglaubliche Probleme hatte und das war unser erster E-Mail-Kontakt, sehr genau gezeichnet, welche Probleme er hatte. Ich zeige mal einige Aufnahmen von der Spaltenlampe. Sie sehen ein Netzwerk aus Fasern und Globuli, was den zentralen Glaskörper ausmacht. Hier habe ich mich also von Anterior nach Posterior durchgearbeitet in 4 Sitzungen und habe ihm die Aufhängung zerschnitten. Das Ganze ist dann runtergesackt und hat so ein richtig dickes Koagel gebildet. Das stört ihn immer noch, aber auch er sagte, die Beschwerden seien 70% besser. Das ist vor der Behandlung, in der Behandlung und nach der Behandlung. Das ist also geblieben. Das verknäult sich miteinander. Das sind Dinge, die muss man noch neu lernen. Das kann man nicht nachlesen. Das sind einfach Beobachtungen. Und da hoffe ich in den nächsten Jahren auf einen regen Austausch mit Ihnen. Wir hatten jetzt am letzten Samstag in unserer Praxis in den Niederlanden ein Symposium, ein Floaterkurs mit der Firma Alex zusammen. Hakan war auch beteiligt. Wir hatten Kollegen aus 12 Ländern und da fing die Diskussion schon an. Das war ein ganz tolles Forum und ich hoffe, dass einige von Ihnen auch da mitmachen werden. Ja, auch hier nochmal ein Patient aus dieser Gruppe.
Ein junger Patient, 29 Jahre. Sie sehen hier einen Schatten des Floaters und das ist nach der Behandlung. Das war der jüngste Patient, an den ich mich dran getraut habe. Ein IT-Techniker aus Vorarlberg in Österreich, der enorme Probleme hatte am Bildschirm. Die Leute erzählen einem dann auch, was sie dann machen an Computerprogrammen, dass sie das Weiß invertieren und mit schwarzen Hintergründen arbeiten oder mit graumelierten. Und das ist unglaublich spannend, dazu zu hören. Und eine Anekdote noch, er heiratet im Mai und die Patienten erzählen, dass sie fürchterliche Probleme haben auf Baustellen mit weißen Wänden oder im Schnee. Und jetzt jedenfalls im Mai ist die Hochzeit in Weiß möglich. So, das ist ein Bankangestellter, der also auch seine Probleme hat, ein dichtes Netzwerk in der optischen Achse. Das habe ich mit dem Laser auch ausgedünnt und auch er war sehr zufrieden, da ist so eine weitere Behandlung nötig. Hier sehen Sie einen Schatten eines Floaters, hier ist der Floaterschatten, das ist nach der Behandlung. Auch hier nochmal ein Schatten und auch wiederum nach der Behandlung. Das waren relativ kleine, umschriebene Trübungen. So, die Gruppe 4, ich habe das eben angekündigt, Opercula, die sich selbstständig gemacht haben und auch sehr stören können. Das ist die Laserbehandlung habe ich nicht gemacht. Dieses Operculum sollte laserbar sein, denke ich. In den nächsten Wochen steht das bei mir auf dem Plan. So, jetzt kommt eine sehr große Gruppe, eine sehr spannende Gruppe. Und die in meine Sprechstunde kommen jetzt sehr häufig Patienten, eigentlich gar nicht mit Floaterproblemen, aber die haben andere Probleme, Blendungsprobleme, Doppelbilder bei Zustand nach Katarakt, die schon eine Jagdkapsulotomie hatten. Sie sehen hier einen Rand einer sehr kleinen Jagdkapsulotomieöffnung. Das ist das Auge, was dazugehört. Ich habe hier einfach die Kapsulotomieöffnung erweitert und die Beschwerden waren besser. Ein ähnlicher Fall, so stellt sich das beim ersten Kontakt im Optos dar. Da weiß ich schon, in welche Richtung das Ganze geht. Das ist nach der Behandlung. Ich zeige das nochmal. Das ist sehr eindrucksvoll. Also das ist ein Ringskoturm, was iatrogen erzeugt ist. Der Optos zeigt das also ganz wunderbar. So, auch das nochmal die gleiche Kategorie, auch wieder erweitert. Auch hier nochmal wieder erweitert. Auch leider hier sehr viel Pitting dabei. Und ja, hier sehen Sie jetzt, deshalb habe ich das aufgenommen, in dieser Gruppe tauchen also Floater auf, die entstanden sind bei der Jagdkapsulotomie. Sie sehen hier also ein Röllchen von der Kapsel, was sich zusammengerollt hat und den Patienten also sehr stört. Auch hier nochmal etwas, der Patient aus Düsseldorf, der zu mir kam, der sagte, da bewegt sich immer was rauf und runter. Das ist einfach eine Jagdkapsulotomie, die nicht ordentlich durchgeführt worden ist. Hier ist auch eine ganz interessante Sache. Schauen Sie mal, ein Patient mit einer Multifokallinse. Hier oben ist der Floater und der schwankt also von oben nach unten. Noch einmal oben und dann hier unten und führt erstmal zu einer Schattenbildung und sicherlich auch durch die ganzen diffraktiven Flächen hier wieder zu weiteren Diffraktionen, die sich auf die diffraktiven Zusammenhänge der Linse addieren. Ich habe das nochmal dargestellt. Die kleinen Floater, die wir erzeugen, die kleinen Jagdschnipsel, die stören nicht. Wir erinnern uns wieder an Karikov. Kleine Floater weit entfernt führen also nicht zu einem Kernschatten, aber ein großer Floater, den wir hier erzeugt haben, führt zu genug Kernschatten hier, dass der Patient im Prinzip dadurch den gleichen Effekt hat wie durch einen Weißring, der nahe der Makula ist. So, das ist auch eine ganz interessante Sache. Sie müssen jetzt mal genau hinschauen. Das ist ein Kollege, Dermatologe aus Oberbayern, Operateur und auf blanker Haut störte ihn ein Schatten. Der Mann ist 53 und hat sich eine Clear Lens-OP machen lassen mit einem Premium-Produkt hier, einer Premium-Linse und hatte dann eine Premium-Laserbehandlung. Haben Sie gesehen, da taucht das auf und ab. Zack. Er war also erst skeptisch, ins Münsterland kommen zu müssen, wenn Tobias Neuhan das nicht macht. Ja,
Den habe ich jetzt auch in den Club der Floater-Laser-Freunde mit reinbringen können. Ja, so stellte sich das mit der Retrobeleuchtung an der Spaltlampe dar. Glistening ist schon was Ätzendes. Und wenn dann dazu noch dieser Floater kommt, wird es unangenehm. Auch da ist er zu sehen. Sehr schwer zu diagnostizieren. Und im Optos taucht er auch nicht immer auf, weil er sehr beweglich ist. Hier sehen Sie den Schatten. Und das ist nach der Behandlung. Ja, die Synthesis Hinterlands ist sicherlich etwas für den Vitrektomeur. Das ist also auch von Hakan Kaimak gemacht worden, diese OP. Und in iWorld heißt es Vitrectomy a delicate dance. Wenn wir die Komplikationsraten sehen bei einer Vitrektomie, die sind ja auch nicht ganz ohne. Von 10%, 5% hier in Düsseldorf ist es sicherlich weniger. Aber es existiert und man muss immer überlegen, was man dem Patienten anbietet. Wenn ich jetzt schaue, das ist meine, ich habe jetzt 150 Patienten und habe jetzt auch die Gruppe 4 und 5 mit integriert. Das sind also noch die alten Ergebnisse. Ich habe über ein Jahr behandelt. Ich habe in die eingeschlossen habe ich also nur wirkliche Patienten, die unglaublichen Leidensdruck hatten. Ich habe Abstand gehalten von der akuten hinteren Glaskörperabhebung. Ich habe die 3 mm Abstand zur Netzhaut und zur Linse eingehalten. Der Großteil der Patienten ist Kategorie 2, also Weißringe. Und pseudophage Patienten sind am Anfang schon angenehmer zu lasern, dass man nicht so sehr vorne aufpassen muss, dass man da nicht zu einem Schadensfall herbeiführt. Das Durchschnittsalter bei 66,5, die bei den jüngeren Patienten ist es ein Problem. Die Quality of Life Assessment, ich habe eben erklärt, wie ich das mache, 78% Verbesserung. Ich muss sagen, dieses Verfahren ist phänomenal für den Patienten und auch für den Augenarzt bei guter Patientenauswahl. Vielen Dank für Ihr Interesse. Applaus